So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play GTA San Andreas Live Your Dream. Ja, es geht weiter. Und zwar werde ich jetzt neben Space Engineers, also das hier wird kommen, sobald Space Engineers anfängt. Gleichzeitig, da werde ich zwei Videos pro Tag hochladen, also das merkt ihr dann ja. Ja, und zwar spiele ich wieder Live Your Dream. Aus dem Grund, ich möchte jetzt mal die ganzen alten Playlists, wenn ihr mal die Playlists anguckt, da steht bei manchen beendet und bei manchen pausiert dort. Und ich möchte die Playlists, wo pausiert steht, eben weiterführen bis zu einem eindeutigen Ende. So wie wir sehen, ist ja mein Name leider nicht mehr vorhanden. Das konnte entweder an meiner langen Zeit liegen, die ich jetzt nicht online war, oder weil es da ja ein paar Probleme gab mit Hackern und so, damit das, ja, damit die Accounts dann weg waren. Ich weiß nicht. Allerdings vermute ich, damit ich einfach lange nicht mehr online war. So, okay, dann erstellen wir einen neuen Account und ich gebe ein Passwort ein. Allerdings werde ich jetzt kurz die Aufnahme beenden und mein Passwort eingeben und bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, mein Passwort habe ich eingegeben. Jetzt gebe ich kurz mal schlecht an. Gut. Mein Geburtsdatum ist der 18. Ich glaube, 188. 18. Wartet mal kurz, ich habe hier Kabel auf dem Lampet. So, 18.1. Achso. Das passt schon. Erster 1999. Weiter. Genau. Von seinem Spiel geworden. Nein, ich wurde nicht geworben. Und mein persönlicher Sicherheitscode. Okay, den werde ich auch kurz ja, privat eingeben und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Gut. Dann, ja, gucken wir uns kurz die Einleitungen hier. Wichtiger Ort, ne? 25 Berufe zur Auswahl. Und Zulassungsstelle, Privatfahrzeug, Ausländerbehörde, Staatsbürgerschaft. Ist klar. So. Okay, da muss man ganz schön warten. Dann kann ich das nächste vorlesen. Okay. Das ist die Los Santos Los Santos Polizeidienststelle, wo du Häftlinge besuchen kannst oder als Anwalt an Häftlinge verteidigen kannst. Außerdem kannst du bei der Polizeizentrale auch dein Anliegen an den Polizisten melden, sollte dir ein Verbrecher über den Weg laufen oder wenn irgendein Spieler in Gefahr ist. So, die Rettungsdienststelle. Das ist die Rettungsdienststelle Los Santos, wo du Krankenhausversicherungen abschließen kannst. Die Kosten für eine ärztliche Behandlung werden für dich kostenlos sein. Eine ärztliche Behandlung würde ohne Krankenversicherung 450 Dollar kosten. Eine Krankenversicherung kostet 7000 Dollar. Diese hält für 7 Tage. Wenn du stirbst, kannst du diese Rettungsdienst alarmieren. Diese werden dich dann an der Position, wo du gestorben bist, wiederbeleben. Das ist die Landeszentralbank. Los Santos, wo du einen Kredit aufnehmen kannst, so wie dein Bank oder mit einer Bank-PIN-Nummer anlegen kannst. In Los Santos gibt es zwei Banken, aber die normale Los Santos Bank und die Landeszentralbank Los Santos. Die Landeszentralbank kann überfallen werden. Ja, weiter geht's, ne? Oder auch nicht. Jetzt. Auf Live Retrieven gibt es viele Orte, wo du deine Freizeit genießen kannst. Du könntest eine Runde auf Riesenrad fahren oder schön in Ruhe angeln auf den sonnigen LS-Strand. Oder vielleicht mal eine Go-Kart-Bahn auf unserem Wasserautoscooter herumdüsen und vieles mehr. So. Okay, jetzt beginnt eine kleine Einführung der Funktion. Bitte liest die Hilfetexte gründlich durch, um dich auf den Server zurechtzufinden. Es dauert auch nicht mehr lange. Weiter. Mit slash help werden alle nötigen Serversysteme aufgelistet. Mit slash nachricht findest du alle wichtigen oder bei wichtigen Fragen oder Problemen bitten wir dich, unser Support-Ticket-Funktion in Anspruch zu nehmen. Mit dem Befehl slash sub erstellst du ein Support-Ticket, was an einen Supporter-Admin gesendet wird. Du hast maximal 5 Rewards zurückgesetzt, es gibt eine große Auswahl an Geschäften, zum Beispiel Tankstellen, Restaurants, Ländergeschäfte, Shops und vieles mehr aus. Es gibt eine große Auswahl an Häusern und Hotels, die du kaufen und mieten kannst. Wir weisen nochmal darauf hin, dass es ein Roleplay-Relive-Server ist und wir bitten dich, Roleplay nicht zu spielen. Das ist aber basiert hundertprozentig auf Self-Management und einzelnen Systeme, überzeuge dich selbst. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und diesen Hilfetext zu geben. Wir empfehlen dir direkt einen Personalausweis, Führerschein und einen Job zu besorgen. Projekt ist ein Forum-Adresse www.lobsolim.teamspeak.ip teamspeak.lobsolim.lobsolim. Bitte melde dich auf unserem Forum an. Bin ich schon. Da ist mein Account nämlich doch da. Gut. Ja, ich darf niemanden töten. Und ich muss dem Markern folgen. Okay.
ein Bike. Gut. Ab zur Stadthalle. So, ja, was man gleich sagen wollte, und zwar, falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ihr auf dem Server machen könnt, ich meine, jetzt außer das Standardzeug hier, eben von wegen, wie heißt, Job und dann eben später Fraktion, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare oder was ihr sehen wollt auf dem Server, damit ich das machen kann, weil, naja, ich jetzt so wüsste jetzt nicht, was ich jetzt noch machen sollte, wenn ich jetzt diese Standardstruktur habe. Ne? So. Also damit ich dann weiß, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch bestimmte Jobs sehen wollt oder so, dann sagt das einfach, dann nehme ich die an und zeige die euch. Gut. Und macht ja nochmal ein, zwei Stunden, um zu zeigen, wie ja, rentabel die dann wirklich sind. Dann halt ohne auch noch, weil einfach ein paar Stunden, das wäre langweilig. So. Und es ist eigentlich echt viel los. Ich meine, wir haben gerade 3:25 Uhr. Ja, ich nehme halt ein bisschen später auf. Der Grund ist, ich habe Sommerferien und meine Mutter ist gerade im Urlaub. Da habe ich meine Ruhe, also kann ich auch mal nachts aufnehmen. Und habe schon meine Ruhe. So. Das ist ein Ausweis. Arbeitsamt. Mal ganz am Anfang, Bauer. Das soll ja mein guter Beruf sein. Obwohl nur noch 11.000? Na, geht schon. So, weiter geht's. Ab zur Fahrschule. Ist der Schlock, ne? Genau. Aua. Gut, und dann kurz darüber. Ja, wie lange das Projekt geht, weiß ich jetzt noch nicht. Ich denke, ich werde jetzt okay. Ja. Ein Autoschein. Ich werde auch kurz warten, bis der weg ist. Ja, ich werde mal jetzt gucken, wie das ankommt. Also je nach den Klicks, Likes und Kommentaren wird das Projekt weiter bzw. nicht sehr lang weitergehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier gute Klickzahlen habe, ja, ich auch mal wieder einen Kommentar bekommen hin und wieder und ja, ich Likes bekomme, dann wird das Projekt ja so weit gehen, bis das nicht mehr so ist oder bis mir einfach das Projekt absolut keinen Spaß mehr macht. Und naja, wenn ich jetzt sehe, okay, das ist einfach ein Projekt wie Call of Juarez, ganz länger, also da bekomme ich ja echt gar keine Aufrufe drauf, dann sehe ich auch keinen Grund, das weiterzumachen, ne? Logisch. So, Motor. Das ist schlicht. So, 21, oh Gott, das